Hey Leute, hier Marc für Voll Universal, euer Fotoprofi bei Stuttgart. Willkommen zu unserem Teil 3 des großen Nikon Z9 Tests hier bei Voll Universal. Das ist unser letzter Teil zu dieser wunderbaren Kamera und hier soll es jetzt mal um Video gehen. Die Teile 1 und 2 sind bereits online, auch einzusehen auf dem Voll Universal YouTube Channel. Da waren wir zum Beispiel bei den Waiblinger Tigers, das ist Frauenhandball. Haben die Mädels dort bei einem Athletiktraining und bei einem Spieltechniktraining begleitet. Wir waren mit dem Daniel Girbitsch von Bebop Media in der wunderschönen Schorndorfer Altstadt und haben so ein bisschen Street-Fotografie gemacht. Dann waren wir in Teil 2 auch noch bei einer Downhill-Strecke, wo wir einen Downhill-Biker schön in Szene gesetzt haben, fotografisch und auch videografisch. Das ist das, was ich jetzt bespreche. Das war dieselbe Situation, da hat der Dani zuerst Foto gemacht und ich danach Video. Jetzt nehme ich euch erstmal mit und zeige euch ein paar Eindrücke, wo wir so waren im Vaihinger Wald bei dieser Downhill-Strecke, was wir so gemacht haben, mittels eines kleinen Intro-Videos. Und da ich ein bisschen faul bin, nehme ich ganz dreist das Intro-Video aus Teil 2. Voll in die Eisen. Also quasi im schönen Hero-Shot quasi dann endisch. Und wir gucken, wie der Autofokus funktioniert. Also ich habe es nur beurteilen können auf dem Display, sah aber sehr gut aus und ist natürlich auch eine fast maximal schwierige Situation. So, nur kurz, wir machen jetzt den Spaß nochmal im Videobereich. Die drei Dinge, die mir wichtig sind, selbstverständlich 8K in möglichst hoher Qualität. Bei 8K gibt es nur 10 Bit bei der Z9 und auch die Möglichkeit N-Log aufzunehmen. Das wäre heute bei der Lichtsituation gar nicht unbedingt notwendig, mache ich aber trotzdem, einfach mal um das Signal zu haben. Dann haben wir natürlich noch 4K 120p, geht glaube ich auch in N-Log. So, jetzt muss ich mal kurz einstellen, was ich hier brauche. Ich bin im Videomenü, wir nehmen es hier auch gerade mit dem Ninja auf. Interessiert mich jetzt gerade mal alles nicht. Videodateityp, das interessiert mich. Und dann nehmen wir jetzt mal ein bisschen ProRes auf. Das ist momentan auf SDR gestellt und ich hätte gerne N-Log. Das ist gelockt bei 4K 60p. Wir nehmen 50p hier. Das ist also die jetzt erstmal die höchste 4K 50p Qualität, die aus der Z9 rauskommt. Und wir können die intern aufnehmen, was ist schon, also das ist schon mächtig. Normalerweise braucht man für diese Datenraten diesen Ninja zum Beispiel oder einen ähnlichen externen Recorder. Die Z9 kann das intern auf die XQD-Karten aufnehmen. Fixierung, Fokus, Autofokus, Geschwindigkeit, genau. Hier gehen wir jetzt mal komplett auf plus 5, das schnellste. Autofokus, Tracking, Empfindlichkeit. Die Empfindlichkeit mache ich dann natürlich stark. Das geht in die andere Richtung, ein bisschen kontraintuitiv. So, Autofokus Geschwindigkeit 5, Tracking Empfindlichkeit 1, was aber laut Menü die empfindlichste Einstellung ist. Dani, der sich viel besser mit Nikon auskennt als ich, hat es jetzt so eingestellt, dass die Kamera selbstständig entscheidet, was sie auf dem Sensor verfolgt. Warte noch bitte einen Moment. Und das ist insofern gut, als dass ich mich dann auf den Bildausschnitt und die Bewegung konzentrieren kann, anstatt zu gucken, dass mein kleines Autofokusfeld immer genau richtig sitzt. Da ist es gut, dass die Kamera eine Automatik drin hat. Die probieren wir jetzt mal aus. Wow. Also ich habe es nur beurteilen können auf dem Display, sah aber sehr gut aus und ist natürlich auch eine fast maximal schwierige Situation. Vor allem diese Teleobjektive sind ja eigentlich darauf gerechnet, dass man zum Beispiel aus viel höherer Entfernung Autos, Rennsport und so weiter einfängt. Also wenn man quasi ein Objektiv hat, ein Subjekt hat, was ganz schnell auf einen zukommt, so quasi an der Kamera noch vorbei, das ist quasi maximal schwierig auch, weil da die Kamera und das Objektiv quasi den kompletten Fokusbereich fast abfahren müssen. Also, und das hat sie, glaube ich, sehr, sehr gut hinbekommen. Wir machen jetzt nochmal mit jetzt also der 8K-Test mit N-Log H265 in 25 Bildern pro Sekunde. Guck mal, was das Baby macht.
Alles klar. Hat sie, denke ich, auch sehr gut erwischt. Also, das ist brauchbar bei 8K. Wie gesagt, wir haben 10 Bit, wir haben N-Log, 8K, 25 Bilder. Also, das ist besonders deswegen auch gut, weil bei anderen Herstellern zum Beispiel im 8K-Betrieb es dann eben kein 10 Bit gibt oder es gibt kein flaches Bildprofil. Also schön zu sehen, dass auch bei der höchsten Auflösung, mit der hier geworben wird, nicht an der Qualität gespart wird. Genau, wir machen jetzt noch den Sprung mit einem anderen Objektiv und 4K 120 Bildern. Also Kollege probiert es noch mal ein bisschen schneller. Er ist hinten aufgedotzt. Ihr habt ja gerade gesehen, ihn hat es auch ein bisschen hingelegt. Dieses aufgedotzt musst du auf Deutsch übersetzen. Sekunde, gleich geht's los. Ja, aber was ich jetzt hier beurteilen kann, sieht auch wieder sehr gut aus. Also gerade ist ja quasi im automatischen Autofokus, entscheidet selber, aber entscheidet nach meinem Dafürhalten sehr gut. Nochmal ein Sprung. Der Videotest war soweit erfolgreich. Ich habe jetzt nicht sämtliche Videomodi durchgetestet, die es da gibt. HD habe ich mir gleich gespart, weil das interessiert so mich persönlich nicht besonders, da wir die 120 Bilder ja schon in 4K haben. Mich interessiert natürlich hauptsächlich die Auflösung in 8K, ob die Kamera auch bei höheren Auflösungen und bei maximaler Qualität die ganze Motiverkennung und so weiter, die Autofokusgeschwindigkeit, ob das alles auch noch passt. Weil das ist ja je nach Einsatzgebiet wichtig zu wissen, kann ich die volle Auflösung fahren und habe trotzdem die Performance, die ich auch bei niedrigen Auflösungen habe. Zurück im warmen, trockenen Studio hier bei Biber Media in Schorndorf. Ganz wichtig, lasst mich mal die Besprechung hier beginnen mit den Top 3. Es gibt keine Crops. Also der Vollformat-Bildwinkel wird bei jeder Auflösung, bei jedem Videomodus komplett ausgenutzt. Das heißt, wer gutes Geld investiert in sehr gut korrigierte, teure Weitwinkel-Millimeter, bekommt die auch komplett. Es gibt kein kamerainternes Aufnahmelimit, wie 29 Minuten, 59 Sekunden beispielsweise. Ihr könnt aufnehmen, bis die SD-Karte voll ist, beziehungsweise der Akku leer. Es gibt kein Überhitzungsproblem. Man kann 8K über 2 Stunden am Stück aufnehmen. Das ist also für die Einsatzzwecke, für die diese Kamera im Videobereich gedacht ist, Haufen genug. Also wer mehr braucht, der muss Richtung Broadcast-fähige Kameras gehen. Aber 8K-Auflösung für über 2 Stunden am Stück ist, also würde ich nicht als Überhitzungsproblem bezeichnen. Ich sage momentan höchstmögliche Bildrate, 8K 30p. Denn es wird per Firmware-Update die Kamera in Zukunft auch 8K 60 bzw. PAL 8K 50 Bilder pro Sekunde aufnehmen können. Intern, das ist natürlich schon super. Dafür braucht man selbstverständlich CF Express oder XQD-Karten, UHS 2, SD-Karten, auch die V90er reichen nicht aus. Die Datenraten sind dafür zu hoch. Ich habe es gerade eben schon erwähnt, wir haben auch intern die Möglichkeit ProRes aufzunehmen. Das ist ein sehr, sehr gutes, wenig komprimiertes oder sehr intelligent komprimiertes Format für die Nachbearbeitung, was einem sehr viel Möglichkeiten, sehr viel Flexibilität offen lässt, wenn es vor allem auch um die Farbbearbeitung, eben die Nachbearbeitung, die Postproduktion geht. Da sind wir allerdings gelockt auf 4K mit 60 Bildern pro Sekunde bzw. 50, was wir hier im europäischen Raum benutzen. Also sehr, sehr gut, was da am oberen Ende bei High-End alles angeboten wird bei der Z9. Und eben auch besonders deswegen gut, weil 8K 25, 4K 120, 4K 50p sich eben komplett gleich bearbeiten lässt. Ich zeige es euch gleich mal. Ihr könnt den Look für eines dieser drei Formate erstellen. Nehmen wir an, ihr habt eben Bedarf an Zeitlupe, nehmt ihr 4K 120 Bilder, dann habt ihr beim Interview vielleicht Bedarf daran reinzucroppen, nehmt ihr 8K 25p, weil mehr lohnt sich da auch nicht unbedingt, wenn jemand spricht. Das muss ja bei 25p passieren oder bei 60 maximal. Und ihr könnt das alles zum Beispiel dann mit N-Log aufnehmen, dass ihr bei all diesen Formaten dann in der Nachbearbeitung maximale Flexibilität habt. Aber ihr könnt es euch einfach machen, den Look für das 4K 120p Material festlegen und dann einfach über die anderen Looks kopieren, vielleicht noch minimal irgendwo anpassen, je nach Situation und was ihr gefilmt habt. Aber das funktioniert sehr, sehr gut durch die Bank weg, weil eben überall 10-Bit N-Log oder 10-Bit HDR angeboten werden. Eine Sache möchte ich noch erwähnen, die bezieht sich auf die Codec-Auswahl.
Also am oberen Ende im High-End-Bereich haben wir alles, was wir brauchen bei der Z9. Wir haben ProRes 422 10-Bit Color gesampled bis 4K 60 respektive 50p. Dann haben wir bei 8K 25 später 60p den H265 Codec, sehr intelligent gemachter Codec, spart unter nur ganz geringem Qualitätsverlust sehr viel Datenmenge ein, ist aber sehr hardwarehungrig. Das heißt, wer 8K 25 respektive 50p oder 60p, die später bereitstehen werden bei der Z9, flüssig bearbeiten, farbkorrigieren und vielleicht auch noch Effekte hinzufügen will, der wird sicherlich einige tausend Euro in die Postproduktionshardware installieren müssen. Also es ist nicht ungewöhnlich, dass diese Systeme fünfstellig sind. Dann haben wir 8-Bit H264. Das ist ein deutlicher Schritt nach unten. Und was mir ein bisschen fehlt, ist ein Schritt dazwischen, nämlich H264 10-Bit. Da hätte man bei etwa 128 GB bei 50p 32 Minuten. Oder bei 25p etwa eine Stunde und 5 Minuten oder eine Stunde und 4 Minuten. Bei H264 10-Bit, auch 422 Color gesampled. Das ist so ein gutes Mittel, finde ich, was bei der Z9 noch fehlt. Das müsste man eigentlich per Firmware-Update auch dazu machen können, denke ich mir. Ist vielleicht eine Software-Limitierung, die noch aufgehoben wird. Ist natürlich auch eine gewisse Datenmenge, aber es explodiert nicht gleich alles von der Datenmenge. Und man kann es auch auf schnelle V90 SD-Karten aufnehmen. Man braucht dafür keine CF Express Typ B oder Typ A Karten. Was natürlich auch dem Geldbeutel gut tut. Also das ist das Einzige, was ich vielleicht noch erwähnen möchte. In der Mitte bei der Codec-Auswahl, da fehlt mir einfach ein H264 10-Bit. Das heißt also, wir haben im Low-End-Bereich und im High-End-Bereich alles, was wir brauchen, aber dazwischen fehlt irgendwie noch was. Das wäre schön, wenn das noch kommt. So Leute, das war's. Der große Nikon Z9-Test von Foluniversal Teil 3 Video. Wenn es euch gefallen hat, gebt uns einen Daumen hoch. Wenn ihr mehr Videos sehen wollt, abonniert unseren Kanal und klickt das kleine Glöckchen an. Dann gibt es eine Benachrichtigung jedes Mal, wenn wir ein neues Video hochladen. Guckt auch gerne mal im Internet vorbei unter www.foluniversal.de. Ihr könnt uns auch folgen auf Facebook und Instagram. Und wenn euch generell dieses Konzept, wie wir das jetzt aufgezogen haben, bei der Z9 gefallen hat, dass wir auch Kooperationen machen mit anderen Fotografen und Videografen hier aus der Region, die dann selber nochmal ihr Know-how, ihre Expertise zum Besten geben können, schreibt uns das gerne mal in die Kommentare. Also mir haben diese Kooperationen sehr viel Spaß gemacht. Ich würde es gerne weiter so machen. Wenn es euch auch gefallen hat, lasst uns das wissen. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. So viel mal von mir. Bis dahin, Leute. Macht's gut.